Hallo und willkommen zum BM-Podcast mit Interviews und Projektmanagementwissen von Standardisierung bis Anwendung. Im Internet zu finden unter www.pm-podcast.de. Ich bin Andreas Heilwagen, Berater, Projektmanager und Fachautor. Im dritten Teil des Podcasts zu Spieltheorie für Projektmanager geht es um die Einspielerspiele. Mein Gast ist Oliver Lehmann, Trainer und Vice President Members vom PMI München Chapter. Hallo Oliver. Hallo Andreas. Also eine Sache, die mich in dem ersten Teil über Zweispielerspiele und im zweiten Teil über Endspielerspiele so ein bisschen traurig gemacht hat. Im Grunde genommen erreicht man ja nur selten das globale Optimum. Das heißt, wenn ich als Berater jetzt bei einem Kunden bin, ist es schwierig, dass wirklich alle so an einem Strang ziehen, dass für das Gesamtunternehmen das Beste herauskommt. Meistens, und gerade wenn es große Konzerne sind, sind die Strukturen und die Firmenkultur schon in eine Richtung gewandert, dass man nur überlebt, wenn man sich an seine eigenen Sachen hält und für sein eigenes Bestes sorgt, dann kommt immer nur ein lokales Optimum raus. Inwieweit kann man die Spieletheorie da wieder drauf anwenden? Die Spieltheorie bringt uns ja keine Lösung erstmal, sondern sie ist nur ein Werkzeug, um das Problem zu beschreiben. Eine Lösung kann dadurch entstehen, dass wir einen Konsens herstellen, dadurch, dass wir gemeinsame Strategien erzeugen. Es gibt ein paar Werkzeuge, die wir aus dem Pimbo Guide zum Beispiel kennen, die sich sehr stark diesem Umdenken widmen. Das Ishikawa-Diagramm zum Beispiel ist viel mehr eine Teamtechnik als eine Diagrammtechnik eigentlich, mit dem Ziel, gemeinsame Ziele voranzustellen, den Input, die Leistung, die der Einzelne zu bringen muss, in einer Gruppe, in einem Gruppenkonsens auch zu beschreiben. Was ich aber im Folgenden beschreiben möchte, ist im nächsten Beispiel beschreiben möchte, auch das kann manchmal leider schief gehen. Wir brauchen dafür, dass ein Dilemma entsteht, wir brauchen dafür gar keinen Wettbewerb, einen oder mehrere. Wir schaffen das eventuell sogar ganz alleine, unser Projekt damit so richtig in die Krise reinzubringen. Ja. Nächstes Beispiel. Einspielerspieltheorie. Bei dem Mittelpunkt der Einspielerspieltheorie steht ein Prinzip, das sind die Sunk-Costs. Die Einspielerspieltheorie kann man auch als Sunk-Cost-Dilemma bezeichnen. Die Sunk-Costs, die haben ein Problem für uns, dem wir uns stellen müssen, ein potenzielles Problem, dem wir uns stellen müssen. Und das möchte ich in der folgenden Case-Study mal beschreiben. Was Sunk-Costs genau sind, komme ich gleich drauf zurück. Wir haben ein Unternehmen, einfaches Beispiel wieder, wir haben ein Unternehmen, Global Project Solutions, und die sollen für ein anderes Unternehmen ein Projekt übernehmen. Da geht es um irgendwelche Maschinen mit Hardware, Software und so weiter zu entwickeln, zu bauen, einzurichten und so weiter. Und der Kunde, wie er es heute so gerne so oft haben möchte, möchte gerne einen Festpreisvertrag haben. In meinem Beispiel haben wir mal einen Preis schon mal vereinbart, soweit von einer Million Dollar. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben und wir werden uns gleich darüber Gedanken machen, ob wir unterschreiben sollen. Gut. Es gibt noch was weiteres, was hier für den vorgeschlagen wird, nämlich eine Prämienzahlung. Du weißt ja wahrscheinlich, dass, mein Beispiel kommt aus den USA hier im Moment, dass in den USA keine Vertragsstrafe gibt, stattdessen setzt man Prämienzahlungen ein. Wenn ein Termin eingehalten wird, dass es in 7 Monaten fertig ist, dass die Übergabe in 7 Monaten stattfindet, hat der Lieferant Anspruch auf eine Prämienzahlung, ein Incentive von $150,000. Ansonsten gibt es aber eine Deadline von 9 Monaten, die darf nicht überschritten werden. In dem Vertrag, der noch nicht unterschrieben ist, gibt es eine weitere Anforderung, nämlich sollte der Lieferant, der Dienstleister aus irgendeinem Grund die Lieferung nicht leisten oder nicht am Ende des 9. Monats leisten, würde eine Schadenersatzzahlung fällig werden in Höhe von $200,000. Global Project Solution hat also das Risiko, dieses Geld auch noch zu verlieren, wenn es den Vertrag unterschreibt. Auf der Folie 6 sehen wir die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Wenn wir den Vertrag unterschreiben, wird der Einfachheit halber das Projekt sofort beginnen. Der Kunde hat den Vertrag schon unterschrieben. Jetzt liegt es an uns als potenzieller Auftragnehmer, ob wir es tatsächlich machen wollen. Und wir schauen uns mal die 3 Optionen an, die wir im Moment haben. Entscheidung Nummer 1 im Projektmonat -1, also noch vor Vertragsabschluss. Möglichkeit Nummer 1 wäre, wir lassen die ganze Geschichte. Wir weisen es einfach ab und sagen, lieber Kunde, tut uns leid, da passiert gar nichts. Wir machen nichts. Zweite Möglichkeit, wir könnten den Vertrag unterschreiben und wir könnten anzielen,
dieses 9-Monats-Ziel, die 9-Monats-Deadline tatsächlich zu erreichen. Wir würden aus diesem Projekt also Einnahmen von 1 Million bekommen. 1 Million minus 800.000 ist der Yield dieser Entscheidung, die wir hier haben. Das, was man auch als Payoff bezeichnet, also die Wertigkeit, die das für uns hat, das, was wir damit verdienen können. Wobei die Gesamtkosten, die ja noch vor uns wären, da sehen wir zum ersten Mal diesen Begriff Sunkosts, den ich nochmal genauer erläutern muss, die Gesamtkosten wären in diesem Fall natürlich 800.000, die gesamten offenen Kosten, und würden einen Profit von 200.000 machen. Mhm. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Vertrag anzunehmen und von vornherein auf das 7-Monats-Ziel zu gehen. Es würde voraussetzen, dass wir unseren Unterlieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, vielleicht auch nochmal einen Incentive zahlen müssen, dass das Projekt für uns selber teurer wird. 900.000 wären in diesem Beispiel dann die offenen Kosten für uns. Die Einnahmen aus dem Projekt werden aber auch ebenfalls höher, weil wir ebenfalls einen Incentive bekommen von unserem Kunden. Wir würden 1,15 Millionen einnehmen. Der Nutzen dieser Entscheidung, wenn wir uns für diese Option entscheiden, wären jetzt 250.000, die Gesamtkosten bei 900.000, Profit 250.000. Die Zahlen sind noch relativ einfach an dieser Stelle. Ja. Was machen wir? Na, natürlich würde ich mich für die 7 Monate entscheiden, denn 250.000 Euro liefert mehr Geld als die 200.000 Euro. In der Praxis würde ich noch berücksichtigen, wie hoch ist denn die Chance, dass wir das Ziel auch erreichen, also Risikomanagement betreiben. Aber das ist ja nicht ganz das Thema der Spieletheorie. Das ist nicht das Thema von Spieltheorie. Und das Zweite ist, ob wir ohne diese 150.000, die wir zusätzlich bekommen können, die 9 Monate erreichen können, ist nicht unbedingt weniger riskant, als die 7 Monate mit mehr Geldmitteln anzustreben. Das müsste man im Einzelfall mal prüfen. Außerdem, wie du richtig sagst, was du jetzt beschreibst, ist eigentlich schon ein Ansatz in Richtung Lösung, in Richtung auf Risikoverminderung, Risikovermeidung. Unsere Aufgabe im Moment ist aber eher mal, die Risikosituation, die Gefahren, die wir hier haben, sichtbar zu machen. Deswegen, Vorschlag ganz klar, wir gehen auf die 250.000. Das ist unser nach Zahlen zumindest im Moment unsere nach Zahlen beste Lösung. Nach dem, was unsere Mitarbeiter, Teammitglieder, sonstigen Experten geschätzt haben, ist beides möglich. Mit 100.000 extra können wir auch das Terminziel erreichen. Es bleibt mehr übrig, der Kunde zahlt uns 150.000 mehr. Wir haben 100.000 mehr an Kosten, also lohnt sich das Ganze natürlich. 50.000 Zusatzprofit, da juckt natürlich manchen Geschäftsführer schon ein bisschen der Finger danach. Wir sind auf der nächsten Folie und es ist 2 Monate später. Naja, und wie es so oft ist, wenn ein Projekt mal begonnen ist, der Vertrag ist da. Jetzt haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich tief reinzuschauen, was kommt denn wirklich in dem Projekt auf uns zu. Auch wenn manche was anderes behaupten, wenn wir ehrlich sind, vor Vertragsabschluss wird das nicht gemacht. A, zahlt es keiner. B, man kommt ja oft an die wirklich wesentlichen Informationen gar nicht ran. Ja. Vorarbeiten anderer Lieferanten, wie gut oder schlecht waren die, auf die man vielleicht aufsetzt und so weiter. Und wir haben festgestellt, es wird notwendig sein, doch 100.000 mehr reinzustecken, als wir uns eigentlich vorgenommen haben. Unser Terminziel, 7 Monate, glauben wir aber, können wir nach wie vor halten. Was wir weiterhin sehen, wir sind am Ende des 2. Monats und es gibt bereits Sunkkosts 100.000. Was sind denn eigentlich Sunkkosts? Sunkkosts sind mehr als nur Istkosten in einem Projekt. Istkosten ist das, was bei uns irgendwo in den Büchern vorhanden ist, was verbucht worden ist. Dafür gibt es vielleicht Rechnungen, die könnten auch schon bezahlt sein, teilweise diese Rechnungen. Es gibt noch eine Kostenart, die bei den Istkosten normalerweise nicht erfasst ist. Das sind Kosten, die auf uns zukommen werden, obwohl die noch gar nicht in den Büchern drinnen stehen. Und die Entscheidung, diese Kosten zu tragen oder nicht zu tragen, haben wir heute nicht mehr. Wenn du ein Auto bestellst, bevor du die Bestellung unterschrieben hast, sind Autokosten weder Istkosten noch Sunkkosten. In dem Moment, wo du die Bestellung unterschreibst, sagen wir mal 50.000 Euro kostet das Ding, sind das bereits Sunkkosten. Du kannst nicht mehr einfach die Bestellung zurückgängig machen. Da ist deine Unterschrift drunter. Da ist noch nichts verbucht, du hast noch keine Rechnung und gar nichts bekommen. Es kann noch Wochen dauern, bis du die Rechnung siehst. Es sind aber bereits Sunkkosten. Du kannst nicht mehr darüber entscheiden. Es gibt zum Beispiel auch die Sunkkost-Fallacy. Das ist, wenn Eltern ihren Kindern sagen, die irgendwelche neuen Schuhe nicht anziehen wollen, weil sie drücken oder weil sie hässlich sind. Wenn die Eltern dann den Kindern sagen, du musst die Schuhe jetzt anziehen, die waren so wahnsinnig teuer.
Das ist Sunk Cost Fallacy, der Fehler im Umgang mit den Sunk Costs. Man versucht trotzdem nochmal Entscheidungen daraus abzuleiten. Tatsächlich, die Sunk Costs sind der Entscheidung entzogen, unabhängig davon, ob die bereits in den Büchern stehen oder nicht. Es sind nicht die Bücher das entscheidende Kriterium, sondern können wir eine Entscheidung darüber treffen oder nicht. In unserem Beispiel hier, 100.000 sind bereits an Sunk Costs entstanden. Wir haben zwei Optionen am Ende dieses zweiten Monats. Einfach weitermachen. Dann hätten wir erneut offene Kosten von 900.000. Eigentlich hätten wir noch 800.000 ausstehen, aber jetzt kommen noch diese 100.000 Zusatzaufwand dazu. Einnahme aus dem Projekt wären 1,15 Millionen. Der Wert unserer Entscheidung ist erneut 250.000. In den Wert der Entscheidung gehen die Sunk-Costs nicht mehr ein. Die Sunk-Costs sind versenkt, egal was wir tun, spielen also für die Entscheidung keine Rolle mehr. Gesamtprojektkosten würden nunmehr bei 1 Million rauskommen. Unser Profit wäre also nur noch 150.000. Aber der Yield, die Ausbeute dieser Entscheidung, wären 250.000. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, das Projekt komplett abzubrechen. Dann haben wir natürlich unsere Sunk-Costs bereits versenkt. Hinzu kämen auch nochmal Open-Costs, nämlich diese Schadenersatzzahlung, auf die der Kunde dann einen Anspruch hätte. Einnahmen gäbe es natürlich keine. Der Decision Yield, das, was noch offen steht, an Inhalt, an Wert einer Entscheidung, wären minus 200.000. Unser nächster Schritt würde uns Geld kosten, nichts mehr bringen. Gesamten Projektkosten bis zum Zeitpunkt des Abbruchs wären dann also 300.000. Und der Profit wäre natürlich negativ. Es wäre ein Verlust in Höhe von 300.000, da dieser Zahl ja keine Einnahme gegenübersteht. Andreas, was machen wir? Du bist der Chef. Die einzige Entscheidung, die man wirklich schnell vertreten kann, ist weiterzumachen. Ja. Man weiß nicht, was die Zukunft genau bringt. Insofern wird man sich scheuen, das Projekt abzubrechen. Genau, und auch das ist die Entscheidung hier. Wir haben ein Yes bei der Proceed-Option, bei der Option weiterzumachen. Die Option abzubrechen ist im Moment eigentlich extrem unattraktiv. Zum einen, weil wir schon Geld reingesteckt haben, aber was noch viel, viel wichtiger ist, was eigentlich entscheidungsrelevant ist, weil wir nochmal diesen Schadenersatz haben. Wir werden weitermachen nach diesen 2 Monaten. Das ist das, was uns die Folie 9 erneut sagt. Wir haben uns entschieden und im jetzigen Zeitpunkt ist es wohl die richtige Entscheidung. Die andere wäre schlechter. Wir sind 4 Monate später und eigentlich gibt es im Moment nichts Aufregendes zu vermelden. Das Projekt hat seinen Fortschritt. Sunk-Costs sind natürlich nochmal hochgegangen. Wir liegen bei 390.000. Zum Teil können das bezahlte Rechnungen sein, zum Teil können das offene Rechnungen sein, zum Teil können das Arbeiten sein, von denen wir ganz sicher wissen, demnächst kommt die Rechnung und wir werden sie bezahlen müssen. Da ist gar keine Entscheidung mehr dabei, weil wir uns einfach irgendwo ein Commitment, ein Obligo haben abverlangen lassen vom Lieferanten, sonst stellt er uns nämlich keine Ressourcen zur Verfügung. Wir haben erneut die 2 Möglichkeiten weiterzumachen. Offene Kosten wären noch 610.000. Beim Weitermachen und Fertigstellung in 7 Monaten, wir haben es gelernt, kriegen wir 1,15 Millionen raus. Das heißt, der Decision Yield, der Wert dieser Entscheidung, liegt bei 540.000. Das ist eine sehr positive Entscheidung, die wir hier treffen können, weil die Sunk-Costs ja nicht mehr reinspielen in diese Entscheidung. Der Profit sind tatsächlich eigentlich nur noch 150.000, aber wir entscheiden ja über den Yield und nicht über den Profit. Andere Möglichkeit wäre, das Projekt komplett abzubrechen, und das sieht natürlich jetzt sehr unangenehm aus. 390.000 haben wir reingesteckt, 200.000 müssten wir noch zusätzlich als Schadenersatz leisten. Ja. Wir würden also einen Minus, einen Verlust machen von 590.000. Was tun wir? Ja, wir machen weiter. Wir müssen weitermachen, ja, ganz klar. Gar keine große Frage mehr. Wir machen einfach weiter in dieser Situation. Ja. Es ist 5 Monate, nach 5 Monaten, und wir haben den Bedarf für weitere Anpassungen erkannt. Also wenn wir die Regeln nutzen, die du vorgegeben hast, würde ich natürlich nach Decision Yield sagen, wir wählen die Option 2 und streichen die 50.000 ein. Wenn ich mein geliebtes Risikomanagement anwenden dürfte, würde ich sagen, wir haben gelernt, nicht immer mit der gleichen Kanone schießen. Wir machen jetzt eine andere Lösung, wir müssen dem Projekt Luft verschaffen und ich würde die Lösung 1 wählen, aber das darf ich ja leider gerade nicht. Nee, und außerdem, du kennst doch dein Management. Dein Management sagt, wisst ihr was, ihr schafft es einfach. Leute, wir wollen so viel wie möglich rausholen aus dem Projekt. Ihr schafft das einfach. Ja.
Wahrscheinlich hat jemand gerade wieder mal Harvard Business Review gelesen, wie man Mitarbeiter motiviert. Und dann zeigt er dir seine ganzen Fähigkeiten, die er dafür zur Verfügung hat. Ja. Also die zweite Option ist die, die wir weiter versuchen. Wir versuchen das doch weiterhin mit diesen 7 Monaten zu schaffen. Im Bewusstsein, es wird schon relativ eng wahrscheinlich, aber die 50.000 als Profit locken. Und was noch viel, viel mehr lockt, ist natürlich der Decision Yield von 640.000. Wir müssen ja nur noch 510.000 reinstecken, um am Ende 1,15 Millionen zu erlösen. Die anderen beiden Lösungen sehen da deutlich schlechter aus. Die dritte abzubrechen ist völlig außen vor, völlig unmöglich. Ja. Ne? Wir machen weiter. Sechster Monat, wir stellen fest, ein anderes Projekt in unserem Portfolio ist in Schwierigkeiten gerutscht. Wir hatten das Thema ja im vorigen Podcast besprochen, dass ein anderes Projekt in Schwierigkeiten uns möglicherweise auch Probleme machen kann. Das heißt, wo holen die sich ihre Ressourcen her, die sie jetzt ganz, ganz dringend brauchen? Am freien Markt haben sie keine Zeit mehr, jemanden einzukaufen. Da ist auch gerade jemand verfügbar. Die kommen zu uns und holen sich ihre Leute. Und auf einmal geraten wir in Schwierigkeiten. Unser Projekt verlangsamt sich. Und wir haben eigentlich nur noch die Möglichkeit, die 9 Monate einzustrecken. Die 7 Monate sind weg und das haben wir gar nicht falsch gemacht. Das ist irgendwo im Nachbarprojekt passiert. Wir streben also jetzt dieses 9-Monats-Ziel an. Eine andere Option haben wir gar nicht mehr in meinem kleinen Beispiel hier. Die offenen Kosten, die wir noch haben, sind 560.000, sind 790.000. Der Decision Yield, noch 560.000 reinstecken, um 1 Million rauszuholen, ist also 440.000. Das Projekt jetzt abzubrechen, würde einen minus 200.000, würde einen Betrag von minus 200.000 erzeugen, nämlich die Strafzahlung, nicht Strafzahlung, die Schadenersatzzahlung, die wir noch leisten müssten. Und für die Gesamtprojektbetrachtung würden wir dann noch die Sunkkosten von bereits geleisteten 97.000 drauf tun, kommen wir 99.000 raus. Also es sieht ganz schlimm aus. Wir müssen weitermachen, aber egal was wir tun, einen Erfolg werden wir nicht mehr, einen Profit werden wir nicht mehr mit diesem Projekt erzeugen. Nach 6 Monaten stellen wir fest, wir kommen aus diesem Projekt gar nicht mehr raus. Wir müssen aber genau hinschauen. Wir haben schon früher festgestellt, wir kommen gar nicht mehr raus. Eigentlich in dem Moment, wo wir das Projekt angenommen haben, war klar, das müssen wir fertig machen, koste es, was es wolle. Ausstiegsszenarien keine. Ja. Unsere letzte Situation nach 9 Monaten, wir haben unser Projekt zu Ende gebracht. Wir sehen, am Ende sind Sunkkosten rausgekommen von 1,5 Millionen. Es ist nochmal teurer geworden. Und die Einnahmen, die wir bekommen, 1 Million, decken das natürlich nicht ab. Wir haben einen negativen Profit von minus 500.000. Wir haben keine Entscheidung mehr zu treffen. Wir haben dem Unternehmen einen Verlust erzeugt, obwohl wir am Anfang ganz, ganz sicher waren, dieses Projekt wird profitabel sein. Und wenn wir uns diese einzelnen Entscheidungen anschauen, die wir hier sehen, diese 5 Entscheidungen, die wir im Verlaufe dieses Projektes getroffen haben, die erste noch vor dem Projekt, dann die anderen im Verlaufe des Projektes, dann stellen wir fest, eigentlich war doch keine falsche Entscheidung dabei. Jede einzelne Entscheidung für sich war eine richtige Entscheidung, aber die Summe von 5 richtigen Entscheidungen zeigt uns am Ende eine große, große falsche Entscheidung. Das ist das Problem mit dem Sunk-Cost-Dilemma und dieses Sunk-Cost-Dilemma ist typisch für Einspielerspiele. Neumann-Spieltheorie und Nash-Equilibrium, die wir in den vorigen Podcasts kennengelernt haben, gelten für Zweispielerspiele, für Endspielerspiele. Und wir stellen fest, wir brauchen eigentlich gar keinen Wettbewerber, um an einem Optimum vorbeizuschießen. Wir schaffen das im Zweifelsfall ja tatsächlich ganz alleine. Die Summe von vielen richtigen Entscheidungen kann eine ganz, ganz große falsche Entscheidung sein. Und das Schlimme ist, man hat am Anfang auch kaum Indikatoren. Man kann höchstens die Risikofreudigkeit reduzieren, aber letztendlich verpasst man dann noch viele Chancen am Markt. Ja, die Lösung sehen wir auf der Seite 21. Die Lösung ist vielleicht zu viel gesagt, aber wie wir damit umgehen können, das Bewusstsein Sunk-Cost-Dilemma vor uns zu haben, ist zuallererst mal, dass man ganz am Anfang aufpassen muss. Wir setzen das Projekt aufs Gleis und auf dem Gleis bleibt es, wir bekommen es nicht mehr runter. Wir müssen also viel, viel genauer sein in der Projektauswahl. Wir müssen viel vorsichtiger sein im ganzen Bereich des Bid und Proposal, des Angebotsmanagements, wo es um Kundenprojekte zum Beispiel geht. Wir müssen genau schauen, auf was lassen wir uns denn eigentlich ein, welche Risiken sind damit verbunden, weil wir wissen, die Entscheidungen, die wir ganz zu Beginn treffen,
in der Regel mit wenig Information auch. Diese Entscheidungen lassen sich später oft kaum noch wiederherstellen, kaum noch wieder in Ordnung bringen. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende des Podcasts. Aber eine Frage habe ich noch, Oliver. Da stand kein Name bei den Einspielerspielen. Woher kommen die? Ja, die kommen von mir. Wow, das hast du super hinbekommen, denn es hat mich so am wunden Punkt erwischt, denn man hat immer wieder diese Entscheidungsketten in der Praxis, wo man am Ende ein Desaster erlebt. Und wenn man rückwärts überlegt, merkt man, ich habe das nicht wirklich erkennen können. Da waren keine Indikatoren. Was du aber zwischendurch gebracht hast, war schon das Richtige. Du hast nach mehr Risikomanagement verlangt. Und das ist die wichtigste Konsequenz, die man rausziehen muss. Risikomanagement nicht nur im Projektmanagement, sondern einen Schritt vorher im Bereich Projektauswahl oder im Bereich Bid- und Proposal-Management, wenn es nicht um interne, sondern um Kundenprojekte geht. Das ist natürlich der Schlüssel dafür. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für dieses Interview, Oliver. Dankeschön auch. Es war eine große Freude, bei dir zu sein. Das war der PM-Podcast. Alle Folgen finden Sie im Internet unter www.pm-podcast.de. Über iTunes können Sie den Podcast abonnieren und automatisch jede neue Folge auf Ihren MP3-Player oder Ihr Smartphone kopieren. Und was machen Sie bis zur nächsten Episode? Lesen Sie meinen Blog unter blog.pjmb.de, der Heimat des PM-Podcasts. Vielen Dank und auf Wiedersehen.